2010 werden die Missbrauchsskandale der katholischen Kirche öffentlich. Aber auch in der evangelischen Kirche gibt es Fälle von Gewalt. Dr. Caroline Läger-Reinbold, Pastorin und Leiterin der Fachstelle Sexualisierte Gewalt der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, ist jetzt bei uns im Studio, um über sexualisierte Gewalt und Prävention zu sprechen. Guten Tag, Frau Läger-Reinbold. Guten Tag. Sie sind Gleichstellungsbeauftragte und Leiterin der Fachstelle Sexualisierte Gewalt. Wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag in dieser Position aus? Also die Leitung der Fachstelle ist tatsächlich Teil meiner Stelle. Insofern bin ich nur zu einem Viertel damit beschäftigt. Ich habe eine Kollegin, Mareike D., die als Fachkraft für Prävention und Aufarbeitung tätig ist. Und wir beide arbeiten sehr eng zusammen. Und der Alltag sieht so aus, dass im Moment sehr viele Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Einrichtungen dabei sind, ihre Schutzkonzepte zur Prävention zu entwickeln. Und wir sie unterstützen mit Material, mit Auskunft. Es kann aber auch sein, dass Menschen sich melden, die sagen, ich habe sexualisierte Gewalt im Raum von Kirche erlebt. Was tut ihr, um mir zu helfen? Dann beantworten wir diese Anfragen auch. Ich bin also auch die Ansprechstelle, bin auch die Meldestelle nach den Gewaltschutzrichtlinien der EKD, sammle also diese Fälle auch, damit wir als Kirche wissen, welche Fälle da sind. Und es kann auch sein, dass Menschen sich melden, die einfach klären wollen. Ich habe da so eine unklare Sache erlebt in der Gemeinde. Ist das jetzt ein Fall von sexualisierter Gewalt? Also wir sind auch Clearing-Stelle an der Position. Wie können denn Menschen, die von Gewalt betroffen sind, wenn die sich bei Ihnen gemeldet haben, was für Hilfe können die denn von Ihnen erwarten? Also es ist ja sehr unterschiedlich, was uns dann da bekannt wird an Fällen. Grundsätzlich ist es so, dass erstmal jede Person eine Beratung in Anspruch nehmen kann und auch selbst wählen kann. Soll das jetzt ein Pastor sein, eine Pastorin? Soll es eine unabhängige Person sein? Soll es eine Therapie sein? Also wir fragen das immer als erstes. Was brauchen Sie? Was brauchst du als betroffene Person? Was wünschst du dir auch von uns? Das wissen wir nicht. Das müssen wir im Gespräch dann auch gemeinsam entwickeln. Wir können weiterverweisen an unabhängige kirchenexterne BeraterInnen. Haben da einige Kontakte und das wird auch gerne in Anspruch genommen. Wir können aber auch weiterverweisen an eine Beratungsstelle zum Beispiel vor Ort. Für viele ist es ja wichtig, dass es wohnortnah ist. In den 70er Jahren gab es im Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte einen Fall von Gewalt, von sexualisierter Gewalt. Und die Betroffene hat sich direkt nach der Tat bei einer Betreuerin gemeldet und ihr wurde dann aber gesagt, also nicht geglaubt, ja. Die Tat wurde nicht geglaubt. Gibt es das heute noch, kann es das heute noch geben, dass solche belastenden Aussagen von eventuell Opfern nicht ernst genommen werden? Also ich fürchte leider ja. Also Studien zeigen ja, dass Kinder, die sexualisierte Gewalt erleben, sei es jetzt im Elternhaus, in der Schule, im Freundeskreis, auch Peergewalt gehört ja dazu, dass sie 7 bis 8 Personen ansprechen müssen, bevor ihnen geglaubt und geholfen wird. Wir versuchen natürlich durch unsere Präventionsarbeit jetzt Sensibilisierung zu erreichen, sagen, wenn da jemand kommt und sagt, da ist was gewesen, dann schenkt bitte dieser Person unbedingt Gehör und fragt nach, was möchtest du jetzt, was ich für dich tun kann. Also ich hoffe sehr, dass die Sensibilisierung stärker ist natürlich als in den 70er Jahren, weil das ist schrecklich, wenn so ein Kind nicht weiß oder eine junge Frau, wem sie sich anvertrauen kann. Das darf einfach nicht sein. Wie kann man denn Fälle von Gewalt oder auch sexualisierter Gewalt in Kirchengemeinden verhindern? Also wir setzen sehr jetzt auf Schutzkonzepte und das ist ja ein Instrument mit ganz vielen Elementen. Also es braucht Sensibilisierung erstmal an der Stelle, hatte ich schon gesagt. Dann braucht es, wenn es eine Kita ist zum Beispiel, ein Konzept für Sexualerziehung. Dann braucht es Ansprechpersonen, die sich des Ganzen annehmen. Und es muss wie ein Qualitätsentwicklungsprozess durch diese gesamte Kirchengemeinde und Einrichtung gehen, dass alle sagen, wir analysieren hier die Risiken, die wir haben und wir gucken auch auf die Ressourcen, die wir haben. Das ist also ein längerer Prozess. Dazu gibt es Arbeitsmaterialien, die wir zum Teil noch entwickeln, zum Teil liegen die auch schon vor. Und es soll dann eine Struktur geben, in der jede Person weiß, was zu tun ist, auch im Krisenfall zu tun ist. Dann danke ich Ihnen, Frau Läger-Reinbold, für die Einschätzung. Sehr gerne.